Weiter geht's hier. Hardcore Let's Play mit dem oder mit unserem VS Henry, dem verrückten Kreuzritter. Heute ist eine neue Aufnahme. Ich bin der Dan von den Vorspielern und ich spiele ja Hardcore und Drunken. Ja, deswegen sind die Aufnahmesessions immer ein wenig zeitversetzt und ich muss immer gucken, dass ich während einer Aufnahmesession mal genug Material rauskriege, weil ich jetzt mal was trinke und ich kann nicht andauernd was saufen. Das funktioniert nicht. Ich bin ja kein Algi. Aber busy. Spaß muss sein. So. Findet den Innenhof von dem verrückten Anwesen, von dem Skelettkönig. Dann bin ich mal gespannt. Boah, jetzt bin ich an Neudristram zurückgeeiert. Was war das für ein Fail? So, und weiter geht's. Genau, also Skelettkönig. Ziel ist es, wie gesagt, nochmal den ersten Akt auf Profi durchzustehen. Und ich habe den Templer dabei. Wie gesagt, das ist Hardcore. Da gibt es eigentlich keine Alternative. Da gibt es eigentlich immer den Templer. So, ja. Ich muss ja noch immer noch mal einmal das Spiel durchschaffen mit einem Hardcore-Charakter. Ich habe jetzt eben mit einem Kumpel gespielt, ist auch Hardcore. Und da ist uns aufgefallen, obwohl ich auf Softcore das Spiel durchgeschafft habe, kann ich den Abenteuermodus nicht machen. Und oh, ich habe einen Stärke-Skill. Das ist mein Escape-Skill. Ich hoffe, ich brauche ihn jetzt nicht mehr. Wenn ich frei. Und zack. Wo sind sie weg? Ja, da haben wir noch ein bisschen Hardcore gespielt. Und da ist mir halt aufgefallen, weil ich das Spiel aufmachen wollte, dass ich den Abenteuermodus gar nicht starten kann. Weil ich das zwar durchgespielt habe auf Softcore, aber nicht auf Hardcore. Und dann gab es Ärger und volles Pfund aufs Maul. Und naja, war nicht so schön. Fand ich schade, dass es nicht geht. Aber ich habe zum ersten Mal Bounties gemacht. Also wir haben zwei Akte mal komplett durchgebaut und dann gab es auch so ein paar Items. Und, ich hatte jetzt zwei von diesen Wirkungen quasi und lustigerweise auch gleich auf Anhieb zwei Unique Items, also legendäre. Fand ich gut. Kann man sich nicht beschweren. 2 von 2. Gut, konnte ich nur eins jetzt gebrauchen, aber das andere war auf jeden Fall top und kann man nur weiterempfehlen. Und Bounties machen auch Spaß, also sind vielfältig, gibt einiges zu tun. Schon schöne Sache, also gefällt mir gut. Bonus-Erfahrungspunkte, gerade wenn man eh noch leveln muss, wunderbar. Bonus-Erfahrungspunkte, noch ein bisschen was Cash auf die Hand und man kommt ein bisschen rum in der Welt. Man sieht einiges. Und man bekommt halt auch diese Portalsplitter und dann habe ich auch nur Neuigkeiten. Dann habe ich auch mal so ein Portal gemacht. Da ist aber dann die Internetverbindung abgekackt und ja, der Charakter lebt noch. Aber auf jeden Fall ist das Portal dann nicht fertig gewesen und ich hatte jetzt keine Lust, dann nochmal eine halbe Stunde da von vorne anzufangen oder so. Das fand ich jetzt so. Habe ich nicht mehr gemacht. Haben wir dann wieder mal ein bisschen Counter-Strike gespielt. Da kann ich auch nur wärmstens dazu auf ihn verweisen. Schaut euch mal die Counter-Strike Go Multi-Action Videos an, wo ich halt mit meinem Kumpel die Counter-Strike spiele. Sind ganz nett, vor allem stressfrei, weil da ist die Prämisse, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr habt Spaß dabei und diskriminiert niemanden. Das ist natürlich auch so, das ist die einzige Regel. Es muss auch ein bisschen im Rahmen bleiben, aber man kann sich richtig schön aufregen, wenn es mal nicht klappt und man darf auch alles machen, was man möchte. Auch mal jemand playen oder so. Geht alles Counter-Strike, Multiplayer-Action. Wo die ersten Videos lustigerweise ja, aus Versehen aufgenommen worden sind. Habe ich selbst nicht gewusst. Ich wollte entfernen drücken wegen irgendwas und die Aufnahme geht los und wir sind im Spiel. Wunderbar. Besser geht's nicht, wenn sogar derjenige, der es aufnimmt, nicht weiß, was auch geht.
So, ja, wir sind jetzt wie gesagt hier unterwegs und schlachten uns hier durch die Ziegenmenschen. Nehmen die auch gerne mit, weil ich die Erfahrungspunkte auf jeden Fall gut gebrauchen kann. Und die werden jetzt gerade nicht so gefährlich, von daher kann ich mich ganz gut durcharbeiten. Ich hoffe nur, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Was machen die denn, die Totems? Was sollte es gewesen sein? Machen die anderen Ziegen besser? Bei allem, was heilig ist! Seht ihr den Feind da drüben? Da gibt es erstmal. Ja, super. Sind wir schon ein paar von diesen Ziegen los? Das ist mal ganz gut. Noch nicht. Was habe ich denn noch so zu. Ah, nee. Ich habe hier noch ein Pferd getrieben, den freut mich gar nicht. Ich hab mein Pferd angezündet. Oh, die sind gefährlich. Diese Arkanen. Arkanen-Geschichten hier, diese Drehkreise da. Ah ja. Jetzt konnte ich ein Champion, jetzt kommt auch noch so ein großes goldenes Pfeil dran. Was soll denn das? Ja, machen wir noch mal. So ein Aeronaut-Champ machen wir nochmal. Jawohl. Nicht genug Zorn. Läuft. Ikonen-Hautschinder. Abramhaft. Was ist das da? Nur Geduld. Hab ich mitgenommen. Hier drüben ist noch ein Amulett. Ja. Haben wir auch jetzt eben, wo wir dann halt so diesen rumgebountied haben und so, haben wir einen Kumpel unterhalten, auch mit Delphi, der jetzt auch in dem Counter-Strike-Video mit dabei ist. Richtig. Und der hatte überhaupt keine gute Meinung von Diablo, also jetzt diesen normalen Teil. Und als das jetzt hier so ein bisschen verbessert wurde und mit diesem wunderbaren Addon. Nicht wie der Schuft leer ansieht. Ich werde nicht zulassen, dass ihr etwas zustößt. Ja, wie das jetzt hier so weitergegangen ist, hier mit den Addon, mit den Nephalem-Portalen und mit diesem Patch, den sie dann noch nachgereicht haben, mit den Bounties, Abenteuermodus und neuer Akt und Crafting hier, kein Auktionshaus da und so weiter. Und das war also die für ihn Top-Entscheidung. Der hat gesagt, jetzt nach diesen ganzen Sachen, die da jetzt so dazugekommen sind, kann man dieses Diablo wirklich noch. Man kann es dann jetzt erst, ab jetzt eigentlich erst ernst nehmen. Und es ist auch ein gutes Spiel geworden. Und ja. Wunderbar. Hat Blizzard alles richtig gemacht, würde ich mal sagen. Wenn dann halt die Meinung dann auf einmal von einem Spiel, was irgendwie einmal durchgespielt worden ist und dann in der Ecke verschwunden ist, auf einmal so geändert worden ist, also die Meinung. Weil es einfach die Fehler erkannt hat oder die Schwächen ausgemerzt hat. Verfluchte Anwesen? Natürlich. So. Na gut, also hier haben wir so eine Mischung aus Kultisten. Aus Kultisten und Kultanführern sind das. Kultanführer. Und Ziegenmenschen, von denen jetzt wieder einige gerade Menschen für mich kämpfen. Ja, das ist eine lustige Geschichte eigentlich, möchte ich gerade mal erzählen. Das ist ja, wie gesagt, ein Strangle-Let's Play und ich erzähle alles, was mir gerade so in meinen Virenschädel kommt. Mein Zorn reicht dafür nicht wir aus. Wir hatten, hatten wir denn gespielt? Brettspiel war das, mit Delphi, der lustigerweise auch schon wieder Erwähnung findet, der war auch dabei. Meinem Bruder, dem Aigo, der ist auch bei den Counter-Strike-Videos dabei. Und dem Jules, der war auch dabei. So, gut. Wir spielen Arkham Horror, das ist ein Spiel, was auf dem Cthulhu-Mythos beruht. Sehr umfangreich, aber auch sehr cool. Und wir machen das immer so, wenn es gibt da verschiedenste Plätze und dort gibt es dann Ereignisse. Und wir machen das halt immer so, dass irgendeiner von den Spielern immer für den gleichen vorliest. Das heißt, meinetwegen mein Bruder sitzt jetzt rechts von mir und deswegen liest der für mich auch dieses Ereignis vor. Und er liest halt
Und, keine Ahnung, die Krypta erleuchtete auf einmal in einem gleißenden roten Licht. Wegen des Lichts. Und der Kultanführer. Der Kultanführer. Keine Ahnung, was soll das denn ihr sein? Haltet den Kreuz und er saß dann da und brach sich dann halt bei Kultanführer übelst einen ab. Er meinte natürlich Kultanführer. So, gut. War in der Situation ganz amüsant. War okay. aber noch nicht so der Burner. Ja. War nicht so, das, so dramatisch. Wir haben halt ein bisschen ausgelacht, haben uns fanden ganz lustig, haha, Schenkelklopfer. Und haben dann während des weiteren Spiele, Brettspiel-Sessions und so weiter, kam es immer mal wieder hat sich über das auf den Kultanführer zu sprechen. Bis dann irgendwann der Jules dabei war mit seiner, der wieder mal dabei war, mit seiner damaligen Freundin. Und sie sagte dann irgendwie, dann hatten wir auch ein Arkham gespielt hier oder ein Cthulhu-Spiel. Auf jeden Fall gab es wieder einen Kultanführer. Und sie sagte, ach, da kommt wieder ein Kultanführer. Und wir so, nee, das ist falsch, das heißt Kultanführer. Und alle, die am Tisch saßen, wussten das, dass das einfach nur so ein Gag war, weil wir die ganze Zeit das immer nur so falsch, extra falsch ausgesprochen haben. Und die... Wie? Das heißt Kultanführer, nicht Kultanführer. Oh, das tut mir leid. Und ja, die hat dann das komplette Spiel über den kompletten Abend Kultanführer gesagt. Und wir haben alle nur gelacht. Und haben es ihr nicht gesagt. Und sogar der Tools hat ihr nicht gesagt. War einfach so geil. Wie das irgendwann da gesessen hat. Kultanführer. Kultanführer. Das gefällt mir. Schön die Leute verarschen. Wunderbar. Und also nicht böswillig verarschen. Das hat sich einfach so ergeben und keiner hat es ihr gesagt. Und es war einfach super. Der Kultanführer hat seine Schuldigkeit getan. So, jetzt gucken wir mal hier. Oh, ein geiler Soldatentod heißt das. Oh, sieht gut aus. Sieht besser aus als das, was ich anhab. Obwohl die Rüstung nicht besser ist, aber das ist ja nicht das Entscheidende. Die Füße haben fast das Doppelte an Vitalität. Das ist mir jetzt erstmal wichtiger. Nachdem mir ja mein Hauptdarsteller abgekratzt ist. Also mein Hauptcharakter. Was ich jetzt nicht so lustig fand. Aber ich habe was gelernt. Also die Spielweise hat sich jetzt schon ein bisschen ein Mühe verändert. Und deswegen spiele ich ja auch jetzt hier auf Profi und nicht auf Meister. Weiß ich nicht, ob ich das überhaupt auf Meister hinkriegen würde mit diesem Setup, was ich jetzt hier gerade spiele. Aber schon allein vor diesem Respekt vor manchen Gegnern, die dann einbegegnen können, habe ich gesagt, nee, dann machen wir es lieber eine Runde leichter. Reicht ja auch. Also ich muss hier schon auch mal das ein oder andere mal einen Schritt zurück machen, obwohl das hier mit dem Kreuzritter nicht so dramatisch ist. Der ist schon relativ stark. Kann man sich nicht drüber beschweren. Aber ich würde es ja auch gerne versuchen irgendwie zu schaffen. Es bringt ja nichts, wenn wir hier in Folge 3 auf einmal das Rätsel machen. Nur weil der Dan Dan, der könnte mir nochmal eine Pause machen. So, jetzt stehe ich hier mit dem Rennen. Ich werde hier mit dem Pferd nochmal rausreiten. Nach San Francisco. Von Engelkerke. Ich merke gerade, wie ich sah hier. Wenn ich nochmal so einen Vierer-Jump mache. Jawohl. Na gut. Es sind ganz viele mit dieser Blockenfähigkeit. Und es macht mir jetzt, obwohl meine Energie jetzt auch nicht gerade top war, aber es ist nicht so dramatisch als Kreuzfuß. Aber es nervt halt. Also wenn man nicht raus kann, dann denkt man sich auch schon so, eieiei. Nein, da denkt man doch nur, Mann, was da so alles passieren kann. So. Ja, wieder nicht auf die Uhr geguckt. Ich nehme ja auch wieder mal einen Turbo-Fuchs heute. Ich muss jetzt hier nicht jeden scheiß Dreckszombie wieder abschlachten.
ihn zu mir, schon, damit oh, ja, ich das Fleisch von den Knochen reißen kann. Ja. Das ist auch so ein Kultanführer. Oh. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Ich muss mal gucken, dass ich hier mal was von diesem Crash da ein bisschen ausschalte. Oh, ich kann auch mal in meine Kiste gucken. Ich habe ja da jetzt eben, wenn wir gespielt haben, einen Zauberer und den Kuchen gefunden, die, ich benötige mehr Zorn. Die vielleicht irgendwie mir jetzt gerade irgendwas bringen könnten. So, jetzt aber. Ja, die prügeln mich ganz nämlich drüber nach Hause. Das ist nicht besser als das, ne? Ups. So, okay. Jetzt können wir mal jetzt auf die andere Seite. Ja, es ist hier der große Inquisitor und noch ein paar von diesen Zerfleischten da. Also die Fleischfest. Nicht genug Zorn. Fresher. Muss man auch nicht sein hier. Das ist halt das. Das ist das Prinzip von Hardcore. Alles kann, nichts muss, wie im Swinger Club. Also muss man selbst wissen, ob man da reingeht oder nicht. So, das will ich nicht. Das hier. Oh. Mal gucken. Oh ja, gut, das zieht natürlich Stärke wieder Lethal raus. Hat zwar mehr Schaden, aber das bringt mir jetzt in dem Fall nichts. Nochmal die Schuhe reingekrätscht. Ja gut, jetzt ist ein Punkt mit der DT weniger, aber die Bewegungsgeschwindigkeit ist natürlich interessant. Nämlich mit. So. Was sollen wir denn jetzt gerade machen? Betrete die zweite Ebene. Na gut. Versuchen wir mal die zweite Ebene. Ist das jetzt hier. Ah. Also das Setup ist natürlich auch gut aus hier. Alles total. Mobile hier nochmal die Guillotine, die jetzt gerade runtergegangen ist aufgrund des Anhittens. So. Das hat man cool gemacht. Also auch hier, aber hier hat wieder da rumgezogen da. Ist schon alles. Also die Goa-Effekte passen und sind auch ausreichend. Ist schon recht mobile. Ja, es ist ja überall was drin hier. Also es kann überall in diesen ganzen Rissen in der Wand und Regalen und Kopfschalen und hast du nicht gesehen. Da kann überall irgendwie mal so ein legendäres Item drin sein. Auch hier diese ganzen Waffenstände oder keine Ahnung, was es sonst noch überall gibt. Kisten, Kasten und so weiter. So, guck da mal, hier geht's auch runter. Machen wir mal die Gruppe da quasi nochmal aus. Jetzt sind wir ja gleich aufgestiegen, aber dann dauert es nicht mehr. Die ganzen Köpfe da, also, eieiei, wer hat die da hingelegt? So, na gut, jetzt sind wir hier einmal im Kreis gelaufen. Hier sind noch ein paar Kultisten. Und auch Kultanführer. Und oh, zack, da ist das gut. Und ja, nachdem wir das jetzt alles klappt gemacht haben, mache ich jetzt nochmal einen kurzen Break. Stell vielleicht mal mein Handy ein, dass ich mal weiß, wie lange ich aufnehme. Und wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut, ich bin der Dan. Ciao.